Willkommen zu Quantum Break. Akt 1. Zeit ist die Todesursache Nummer 1. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Triff dich mit Paul Serene. Betritt den Innenhof der Universität. Und vorhin konnten wir lesen, 15 Minuten vor dem Riss der Zeit. Und das alles ist schon passiert. Denn in Wirklichkeit, also in der Gegenwart, sind wir schon bei einer Befragung. Und Quantum Break ist das Nachfolgerspiel von Remedy, den Machern von Alan Wake. Join the Protest. Gegen irgendwas wird hier protestiert. Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Dokument. Demo-Flyer. Hey du, unternimm etwas. Sofort. Monarch Solutions will den Stolz der Riverport University abreißen. Die wunderschöne und historische Bibliothek, in der sich zahlreiche Generationen Wissen angeeignet haben. Sie ist Teil unseres kulturellen Erbes. Aber es ist ihnen völlig egal. Willst du dich damit einfach abfinden? Natürlich nicht. Unternimmst du etwas dagegen? Selbstverständlich. Zuallererst kannst du online gehen und unter Hashtag SaveTheLibrary Dampf ablassen. Sie werden nur dann von der Sache Abstand nehmen, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Zweitens kannst du an unserem Demo teilnehmen, die am 8. Oktober an der Uni stattfindet. Zeigen wir ihnen, dass es noch Menschen in Riverport gibt, denen nicht alles egal ist. Sie wollen also den Erhalt der Bibliothek. Finde Handlungsobjekte in der Welt, um tiefer in die Geschichte von Quantum Break einzutauchen. Du kannst die bereits eingesammelte Handlungsobjekte im Zeitstrangmenü T, also der Buchstabe T zum Öffnen des Menüs des Spiels ansehen.
Quantum Wake wird im Gegensatz zu Alan Wake ein paar Entscheidungen mit sich bringen, so viel ich weiß. Und es gibt verschiedene Enden. Oh, wer liegt denn da? Tolle Demo. Tja. Alles nur voll. Die Demo war am Vortag. Was gibt's denn hier noch? Vier Uhr morgens. Die Zeit. Die Zeit spielt hier noch eine große Rolle. Aussang. Die Monarch-Probleme beenden. Seit Jahren kauft Monarch Solutions Riverport Stück für Stück auf. Sie überrollen kleine Geschäfte und die örtliche Kultur, um ihre Unternehmensherrschaft zu festigen. Am 9. Oktober wollen sie die historische Bibliothek der Riverport University abreißen, um Platz für die monarchfinanzierte Platz für von Monarch finanzierte Forschungszentren zu schaffen. Sie sind zu weit gegangen. Schnauze voll damit, wie Monarch Solutions die Stadt in ein Unternehmensmonopoly verwandelt. Wir auch. Es wird Zeit, diesen Austausch von Kultur für Profit aufzuhalten. Es wird Zeit, Monarch aufzuhalten. Am 8. Oktober um 19 Uhr brauchen wir Hilfe, um ein Bewusstsein für die schändlichen Taten von Monarch unter die Leute zu bringen. Schließen Sie sich unserem Protest am zentralen Innenhof an. Schlagen Sie ein Lager auf und genießen Sie die ganze Nachtmusik. Sagen Sie es auch Ihren Freunden. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Amy Ferrero. Hinweis, bei diesem Event ist Alkohol verboten. Ja, das haben wir ja gerade gesehen, wie das verboten ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil es jetzt von den Machern von Alan Wake ist, dass die Dokumente nicht vorgelesen werden. Unterzeichne die Petition. Ach, da ist ja noch einer, der mal nicht voll ist. Das scheint einen ganz normalen Eindruck zu machen. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Na, da müssen wir hin. Schatz, können wir jetzt nach Hause? Ist hier irgendwas? Student Power. Join us. Hands off our history. Hände auf unsere Geschichte. Monarch Solutions. Vielleicht wird ja irgendwas mit der Zeit gemacht, um das zu verhindern. Ich weiß gerade einfach gar nicht, auf welcher Seite wir stehen. Für heute. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. Also ist er für Monarch Solutions. Okay. Aber sonst wären ihnen die Studenten ja nicht sympathisch. Mann. Protestieren ja richtig. Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht. Wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach.
Monarch Solutions, okay. Jetzt weiß ich, wie man es ausspricht. Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Also sind wir doch nicht für Monarch Solutions. Hier, sieh dir die Grafik an. Interessiert es dich? Oder hängst du hier nur rum? Ach du, die Grafik. Oh Gott. Du hängst also nur rum. Verstehe. Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt. Und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut. Viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. 1999. Aufkauf aller großen Technologieunternehmen und Sicherheitsfirmen in Riverport mit Geld aus dubiosen Geschäften. 2000. Keine Beantwortung von Fragen, wer wirklich Monarch leitet. Aufkauf großer Medienunternehmen. Es wurde keine Fragen mehr gestellt. 2006. Kauf von Gull Island. Abriss eines Kriegsdenkmals für den Bau der FUE-Labore. 2008. Abriss des Hauptbahnhofs Riverport für den Bau des Monarch-Gebäudes. 2010. Kauf des gesamten Industriegebiets und der Trockendocks, wodurch tausende Menschen ihre Arbeit verloren. 2016, also jetzt, Vorhaben, die historische Bibliothek der Riverport University abzureißen, um sie durch eine weitere Forschungsanlage zu ersetzen. Was ist Monarchs Ziel? Niemand weiß es. Wer leitet das Unternehmen? Niemand weiß es. Wann wollen wir die Antworten? Jetzt. Viele vermuten ja, jetzt um in die Realität zurückzukommen, und ich glaube das auch so ein bisschen, dass irgendwann es nur noch 4 oder 5 Firmen gibt, die alles kontrollieren. Disney ist gerade zum Beispiel dabei, den ganzen Kinomarkt aufzukaufen. Amazon hat sich bei Twitch bedient. Facebook hat Instagram, und so ist das dann auch bei den Autoindustrie, und irgendwann, ja, gibt es nur noch weniger. Also sowas wie Monarch. Hast du mir noch was zu erzählen? Nein. Können wir da hinten zu den Zelten noch? Ich wäre auch dafür, dass die Bücherei bleibt, denn so ein bisschen Geschichte muss ja sein. Deutschland braucht sich auch nicht vor den Weltkriegen verstecken. Es ist passiert. Damit müssen wir leben. Da können wir auch dann dazu stehen. Aber nicht alles verändern. Und sich das, ja, ich sag mal, vergessen reden. Alan Wake, cool. He's been gone for 5 years. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of light. Also der Anfang war Alan Wake. Darkness. Every story finds its writer.
Das ist sogar Ilka Will. Wie? Return. Schöne Anspielung. The one we wear for all to see, and the face that lies beneath in the dark. So hieß das Buch, was Alan Wake zum Schluss in der letzten Folge angefangen hat zu schreiben. Ach, ist dasselbe. Kommt nichts Neues. Schön. Also das finde ich echt cool, dass sie nochmal so einen Weg mit reingenommen haben. Hier ist nichts weiter. So können wir denn nicht schneller? Hast du auch Ausdauerprobleme wie Alan Wake? Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Pisser. Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. Liam Burke, ein Monarch Security Officer. Unser erstes Treffen war geradezu herzlich, wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief. Oh. Am Anfang wurde es so erzählt, als wäre Paul der Bösewicht, aber hier ist er noch unser Freund. Da können wir jetzt nicht rüber. Oh, hier ist noch was. Artikel in Erinnerung an Dr. Kim. In Gedenken Dr. Henry Kim. 1965 bis 2016. Unser geschätzter Freund und Kollege Henry Kim ist am Freitag, den 12. Februar 2016, im Alter von 50 Jahren verstorben. Als Professor an der Riverport University wurde Dr. Kim für seinen unermüdlichen Einsatz in seinem Forschungsfeld und für seine Studenten gelobt. Sowohl Dr. William Joyce als auch Dr. Elton Meyer, deren Forschungsanstrengungen schließlich zur Entdeckung des Meyer-Joyce-Fields führten, waren seine Studenten. Später machte er sich als Leiter der physikalischen Forschungsabteilung bei Monarch Solutions einen Namen. Er behielt auch weiterhin seine Position und trug sehr zur Forschung an der Riverport University bei, wobei er seine Dienste für die Entwicklung von Project Promenade zur Verfügung stellte, dessen Grundlage die Entdeckung seiner Studenten bildet und an denen er bis zu seinem Tod auch arbeitete. Von Bescheidenheit keine Spur. Was, Paul?
Riverport University Angestellter mit Schlaglicht. Paul Sweeney. Ach, unser Kumpel. Projektleiter. Mit einer erfolgreichen Vergangenheit voller äußerst profitabler Geschäftsunterfangen schloss sich Paul Sweeney 2010 der Riverport University an, um eines der bedeutendsten physikalischen Forschungsprojekte zu leiten, das jemals einer University stattgefunden hat. Er ist der jüngste Projektleiter in der Geschichte unserer Uni und bis heute mit Abstand der erfolgreichste. Seine Beteiligung hat geradezu eine Flut an Unterstützung durch profilierte Investoren ausgelöst, was zu einem ambitionierten, bisher jedoch nicht enthüllten Quantenphysikprojekt geführt hat, das den Namen Projekt Promenade trägt. In seinen eigenen Worten: Ich selbst bin kein Wissenschaftler und daher ist viele vielleicht überrascht, dass ich gekämpft habe, um die Stelle als Projektleiter der Entwicklung hier an der Uni zu erhalten. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Als Heranwachsender war mein bester Freund der Bruder des berühmten Quantenwissenschaftlers William Joyce. Ich war schon immer von Williams Arbeit fasziniert und seine Publikationen zwischen 1997 und 1999 waren bahnbrechend für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Als Geschäftsmann war es mir möglich, dabei zu helfen, den Pfad zur Erschaffung praktischer Anwendungen von Williams Arbeit zu formen, indem ich auf der Basis aufbaue, die er mit einer Gruppe äußerst talentierten Wissenschaftler geschaffen hat. Das war die Grundlage für das Projekt Promenade und die Ergebnisse sind absolut revolutionär. Paul Sweeneys Lieblingsteam sind die Riverport Rex. Man kann ihn bei jedem Spiel in der ersten Reihe finden. Riverport Uni, Meyer Physics Research Center. Main Entrance, Reception, Lounge Area, Project Promenade, R&D. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht.